AfD soll Störer in den Bundestag geschleust haben, drohen Konsequenzen? Der Ältestenrat des Bundestags befasst sich am Donnerstag mit dem Verdacht, dass die AfD am Vortag rechte Störer ins Reichstagsgebäude eingeschleust hat. Berlin, der Ältestenrat des Bundestags befasst sich an diesem Donnerstag mit dem Verdacht, dass die AfD am Vortag rechte Störer ins Reichstagsgebäude eingeschleust hat. Diese sollen dann auf den Fluren während der Debatte zum Infektionsschutzgesetz Abgeordnete bedrängt haben, wie mehrere Parlamentarier berichteten. Sollte es sich erweisen, dass AfD-Abgeordnete Personen Zugang zum Reichstag verschafft haben, die gezielt Druck auf Abgeordnete ausgeübt oder daran gehindert haben, ihren Mandatspflichten nachzukommen, dann muss das ein Nachspiel haben, sagte der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, der deutschen Presseagentur. Das wäre grob unparlamentarisch. Wir werden der Sache in jedem Fall im Ältestenrat nachgehen. Der Ältestenrat tagt an diesem Nachmittag. Der erste parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, hatte am Mittwochabend erklärt, seiner Fraktion lägen keinerlei Erkenntnisse vor, dass AfD-Abgeordnete unbefugte Personen in den Bundestag eingeschleust hätten. Sollten Gäste, die von einzelnen Abgeordneten regulär angemeldet und die vom Bundestag überprüft worden sind, gegen die Hausordnung verstoßen haben, werden wir diesen Vorwürfen nachgehen. Peter Altmaier bedrängt, beleidigt und gefilmt. Nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland hat ein AfD-Abgeordneter bestätigt, dass eine Frau auf seiner Liste zu der Sitzung eingeladen wurde. Es soll sich um jene Frau handeln, die Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, mit Fragen bedrängt, ihn dabei gefilmt und beleidigt hat. Dies ist auf einem YouTube-Video zu sehen. Auch weitere Aktivisten gelangten demnach auf AfD-Einladung in den Bundestag. Dies deckt sich mit auch Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios. Es ist ungeheuerlich. Wir werden unsere Demokratie und das Parlament gegen Feinde der Demokratie verteidigen, schrieb daraufhin die erste parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Hasselmann, auf Twitter. Die Vorfälle müssten umgehend in den Gremien des Parlaments aufgearbeitet werden. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, CDU, solle in der Sitzung des Ältestenrats einen umfassenden Lagebericht vorlegen. Abgeordnete zu bedrängen und an der freien Ausübung ihres Mandats zu behindern, untergräbt das Fundament unserer Demokratie, sagte der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Große-Brömer, CDU, dem Portal Zerpainier, Donnerstag. Auch er verlangte umfassende Aufklärung im Ältestenrat. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nannte das Verhalten der AfD absolut undemokratisch und unwürdig. Diese habe immer das erklärte Ziel vor Augen, unser demokratisches System zu destabilisieren, sagte er dem Spiegel.